Lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Wie gesagt, das war meine dritte Wildsau. Das heißt, ich habe sofort gewusst, was ich zu tun habe. Ja? Das heißt, ich habe die Polizei angerufen, habe ihnen erklärt, was passiert ist. Und ich meine, ihr könnt es euch vorstellen, ich habe gerade eine Wildsau zusammengefahren. Das heißt, ich war natürlich einigermaßen aufgeregt. Ne? Und die haben gesagt, nein, alles kein Problem, ich soll mich beruhigen. Sie schicken jemanden. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, ich habe einen Schock. Muss man ausnutzen. Dann habe ich in den Fußraum von meinem Beifahrersitz reingelangt. Da ist mein Erste-Hilfe-Koffer drin und den habe ich dann aufgemacht. Und dann habe ich geschaut, was alles schon drin ist. Okay. Also in meinem Erste-Hilfe-Koffer befinden sich zum einen Schokoladen- und sahnehaltige Süßwaren mit einer Energiedichte von ungefähr 1200 Kilokalorien pro Kubikzentimeter. Und zum anderen mehrere Piccolo-Flaschen diverser Schaumweinhersteller. Also mit anderen Worten, das, was nach einem Auftritt wie heute hinter der Bühne übrig bleibt. Ja, und ich denke mir halt immer, Entschuldigung, aber bevor das Klump schlecht wird, tue ich das in mein Auto. Dann habe ich mir so ein Piccolo aufgemacht, damit sich der Schock auch rentiert. Und dann bin ich da geguckt. Allein. Im Straßengraben. Mitten in der Nacht. Aus dem Wald hört man ab und zu ein Grunzen. Yo, Bro! Da fühlt man sich vielleicht schon einsam. Ja, da haben wir gedacht, gut, okay, bei mir daheim auf der Couch sitzt der Ding. Ich glaube, den rufe ich mal kurz an. Ja. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Also, ist klar, der Ding hat natürlich schon einen Namen. Ja. Aber ich habe mir das einfach angewohnt, weil eine Freundin von mir einmal sagt, du, wie läuft's mit dem Ding? Ja, sie meint aber, man muss sich den Namen nicht merken. Ja, meistens hat sie auch recht. Außerdem habe ich festgestellt, dass sich manche Situationen im Leben viel leichter gestalten, wenn man sie einfach abstrahiert. Vielleicht machen wir kurz ein Beispiel. Die Damen im Publikum kennen das vielleicht, sagen wir mal, der Mo, der Mann, heißt ganz konkret Hans. So, jetzt gibt es Situationen, wo man sagt, du Hans. Und dann gibt es ebenso konkrete Situationen, wo man sagt, du Hans Wurst, du Saubläder! So, und deswegen sage ich nur noch das Ding. Na, vollkommen emotionslos, vermeide ganz viele Konflikte. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich meinen Partner abstrahiere, dann geht er mir nicht so leicht auf die Nerven. Gut, aber wo waren wir stehen geblieben? Genau, Straßengraben. Also, ich schock Piccolo. Ruf ein Ding an und sag zu ihm, Schatzi, du glaubst nicht, was mir jetzt gerade passiert ist. Und das Erste, was der Ding sagt, ist, kommst du heute noch heim? Sag ich, Spätzi, jetzt pass mal auf. Ich sitz allein im Straßengraben, mein Auto ist Schrott, ich hab einen Schock und du möchtest wissen, ob ich heute noch heimgehe. Ich war gleich so in Rage. Ich habe mir sofort einen Piccolo aufgemacht. Ja? Dann hat er mich gefragt, was passiert ist. Sag ich habe doch gerade erzählt, ich habe einen Unfall gehabt. Das heißt also, du kommst halt nimmer heim. Und dann ist es ein bisschen eskaliert. Da war jetzt nicht mehr so viel mit abstrahieren. Sag ich, das ist alles, was dich interessiert. Nur, ob ich halt noch heimkomme. Du, ich kann dir eins verraten, mein Freund. Mit meinem Auto komm ich heute nirgendwo mehr hin. Weil mein Auto nämlich gerade mit einer approximativ 3 Zentner schweren Wildsau kollidiert ist. Ach, Chrissy, lass da heute halt wenigstens mal was Neues helfen. So, was sagst du jetzt da? Was machst du? Also, ich kann euch sagen, was ich gemacht habe. Ich habe mir sofort einen Piccolo aufgemacht. Sag ich, was soll es heißen, du Hans? Wurst, du Saubläder, soll es heißen? Du glaubst mir nicht. Du, dass mir die Wildschweine in der Paarungszeit vors Gesicht lassen, dafür bist du das beste Beispiel.
Holzfäller und deswegen park ich so gern im Wald, oder was? Außerdem hast du mich noch gar nicht gefragt, ob mir was passiert ist. So, und dann hab ich ihn natürlich gehabt. Klar. Ja, rumwuseln hilft immer. Ja. Dann hat er beschwichtigt und hat mir schön da und hat gesagt, ja, boah, Christi, hey, du, das ist nur, weil wir uns so selten sehen und weil du so wahnsinnig viel unterwegs bist. Sag ich, ja, dann komm halt mal wieder mit zu einem Auftritt. Das hast du früher sonst auch immer gemacht. Ah, oh, aber ich kenn's ja schon. Sag ich, was soll's heißen, du Zipfe? Du, ich kann dir mal ein Geheimnis anvertrauen. Ich kenn's auch schon und ich fahr trotzdem hin.